Servus zusammen und herzlich willkommen zurück zu Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Leute, nachdem das letzte Mal so ein bisschen schief gelaufen ist, habe ich jetzt einfach mal geladen. Und ihr seht, wir sind hier schon wieder mit dem Gefecht. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Wissenschaftler machen müssen. Aber wir gehen jetzt einfach nur mal zu ihm und dann... Keine Ahnung, lassen wir ihm einfach mal, dann rennen wir ihm halt ein paar Mal hinterher oder so. So. Fest. Warst du schon? In der letzten Folge auch komisch, dass der da irgendwie oben rum geglitscht ist, so seltsam. Hallo, Herr Wissenschaftler. Ja, was soll ich mit dem jetzt machen? Braucht er sein Handy? Wow. Ich soll ihn einfach in Ruhe lassen, oder was? Toll, wo rennt er jetzt hin? Hallo, Herr Wissenschaftler, Sir. Herr Wissenschaftler. Ja. Ja, keine Ahnung, dann lassen wir ihn halt einfach, oder? Der rennt hier rum wie so aufgescheuchtes Hühnle. Wir haben aber auch nichts, um ihn einfach nur zu betäuben oder so, gell? Raven ist eher nicht so auf Lebelasse spezialisiert. Gut, dann lassen wir ihn halt. Oh. Ja. Hier geht's nicht raus. Blinkt auch noch irgendwas gelb. Dann lasst uns mal noch kurz was gucken da drüben. Vielleicht liegen da irgendwo Sammelgegenstände. Hallo, Herr Kommandant. Danke. Ne, da blinkt nichts. Aber da in der Richtung blinkt was. Super, an denen zwei Geschütztürme. Sollen wir da eine Granate für opfern? Oder kommt man da oben irgendwo raus? So habe ich gedacht, man kommt da gar nicht hoch. Das hat mich ja schwer überrascht. Guck mal, hier geht es noch viel weiter hoch. Zack. Oh, hier, Farbe. Möchte jemand malen?
geht's denn hier hin? Jo, alles klar. Tap, 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 tada. Oh oh. Es tut mir leid, Raven. Kommt man hier raus? Nee, oder? Das ist doch viel zu hoch. Geht's noch lang? Schon witzig. Das ist bestimmt zum Sneaky-Entkommen gedacht, oder? Hier und dann darüber. Langsam, Raven. Zack. Wisst ihr, wo wir sind? Das ist der Scharfschütze, oder? Ah ja, safe. Ja, hier saß der Scharfschütze. Wir sind gerade seinen ganz normalen Arbeitsweg gelaufen. So, nu? Da kommen wir nicht weiter. Ah, hier geht's runter. Zack. Jo, jetzt sind wir schon wieder verdammt nah. Oh oh. Wo geht's jetzt runter? Hallo? Hier. Ah, nein! Wow. Das war verdammt eng. Glück gehabt. Leute, Leute, jetzt habe ich Schwein gehabt. Der ist auch Sammelgegenstand. Einfach knallhart abgerutscht. Da blinkt noch ein Sammelgegenstand. Naja, wir gehen ja schon. Aber den Sammelgegenstand hätte ich dann doch gern. Da soll er irgendwo liegen. Stimmt, da unten irgendwo, oder? Ja, hier. Tarnung freigeschaltet. Rost. Toll. Sind wir jetzt ein rostiger Raven oder was? Wo geht der Tunnel hin? Ist das der, wo vorgeht an den Turm? Glaub schon. Kandemaler im Einsatz. Hallo? Ne, ich will nicht hinabklettern, ich will. Genau. Ja, jetzt sind wir an dem Turm. Okay. So, dann lasst uns doch mal schauen. Immer hier am besten wegkommen. Hier außer rum.
Eine Reise geht natürlich nicht, das war anzunehmen. Ich brauche halt auch noch die zwei hier. Die sind jetzt aber nirgends mehr angezeigt, weil ich meine aber die Ware hier hinten irgendwo. Ja. Gut, kommen wir durch das Gebäude irgendwie hier rum. Schnellreise geht ja gerade nicht. Wir probieren es einfach mal dahinter. In der Hoffnung, dass er uns nicht gleich sagt, dass die Map aufhört. Speichert auf jeden Fall schon mal. Raven, we have an intercept on Volkova's sat phone. Patching you in. Are we still testing the water? Every hour, on the hour. To see how quickly the organophosphate dissipates? Exactly. Buyers will want to know how long traces are detectable. In the water. And in the human body. In case of an autopsy? Yes, though the nerve agent itself may not be detectable. An excessive accumulation of acetylcholine in the muscles can also be an indication. Okay, das kennen wir ja schon. Das ist das hier. Ja, genau, das sind hier die Virusprobe. Da wollte man aber eigentlich nicht hin. Da habe ich mich ja letztes Mal ganz schön angestellt. Ich sehe jetzt nur ein Problem. Und zwar weiß ich nicht mal genau, wo die Kopfgeldziele waren. Hallo? Raven? Hallo? Raven? Was tust du? Ah, jetzt ja. Okay, man muss echt warten, bis da das Klettern-Symbol kommt. So. Ja, genau. Hier war auch die Schnellreise verarsche. So, perfekt. Bedeutet, die Missionen haben wir eigentlich durchgespielt. Jetzt wollte man nur noch die zwei hier eigentlich. Also, die würde ich schon noch gern machen. Hier, Sammelobjekte haben wir. Ölfass fehlt. Es fehlt nur noch das Ölfass. Ey, krass. Das sind ja richtig gut. Ja, Herausforderungen haben wir auch voll viele. Was ist das noch? 10 Feinde hintereinander mit Wurfmesser. Das befragen sie. Okay, und wie befrage ich sie dann? In welchem Bereich? Es gehört zum Schlechter, oder? Oh, leck, das ist krass. Das ist bestimmt der Erfolg. Der mir in den Kommentaren letztens auch gesagt wird. Alle Aufträge während eines Spiels ab, ohne den Alarm auszulösen. Wer das schafft, höchster Respekt. Ich schaffe nur nicht mal einen Auftrag, ohne den Alarm auszulösen. Und jetzt soll ich alle machen. Ui.
Also, hui. Bin ich mir nicht so sicher. Okay. Dann schauen wir halt mal, ob man die Kopfgeldziele finde. Ja, well done, danke. Wo waren denn die Viruspumpen? Waren da? Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Kopfgeldziele hier hinten waren. Zumindest eins davon. Soll man hierhin schnell reisen und hoffe, dass man es überlebe? No risk, no fun. So, jetzt müssen wir halt schauen, wenn wir hier durchkommen, hier durch. Ich weiß halt nicht, wie wir da nach hinten kommen. Da ist noch ein Haus. I guess we didn't completely fix the problems here. In Kumar? No. The region is complex and full of individuals who'll exploit any advantage they see. Like Zarza and Volkova. Exactly. And plenty of innocents have paid the price for their ambition. Ja, hier geht's ganz schön ab. Diesen Kumar. Oh, wie spricht das auch richtig aus? Ja, ich erinnere mich. Dann können wir hier eigentlich vorbei und da in das Dorf rein. Weil da runter ist ja keine Option. Das wäre purer Selbstmord. Genau. Und da will ich jetzt hin. Freunde. Vorher konnte man auch nirgends nach links hier irgendwie durch oder so, gell? Ich denke schon, dass wir da hin müssen. Das ist halt echt komisch. Es sieht so aus, wie wenn das hier vom Berg komplett umzingelt wäre. Hier vielleicht durch irgendwo da so. Das ist eine Höhle, ist hier. Mal gleich mal gucken. You can harvest their tissue samples more safely. Got the crash again. You're probably alert. All the time. Sehen die uns, wenn wir hier über die Brücke schlappern? Oh ja. Kommen die hierher? Ne, die laufen weg. Das dürfte sonst ja nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass das Spiel jetzt hier nicht wieder abstürzt. Das war ja letztes Mal die Absturzstelle hier. Das ist nicht die Hubschrauberabsturzstelle, sondern die Spielabsturzstelle. Oh, jetzt habe ich mich vor dem Baumstumpf da erschrocken. Ich dachte, es ist einer. Hier ist niemand. Keine Feinde sind gute Feinde. Ja, Leute, schaut euch an, dahinter ist tatsächlich eine Höhle. Kletterzeug. Nach oben geht's auf keinen Fall.
klassische Todekopffall. Wieso kann man hier runter? Nee, oder? Runter fühlt sich für mich nicht richtig an. So. Das ist zu weit. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Da braucht man nicht springen. Betrete Kopfgeldgebiet. Tja, super geil. Hallo? Wer are my friends hier? Wichtig ist immer. Wir müssen bedenken, dass wir das Kopfgeldziel noch plündern müssen. Da ist er. Hauptmann Ayat Barzan. Okay. Oi. Leute, jetzt mal im Ernst. Mir die Sprengkugeln nehme. So. Und dann dahinter voll ins Auto ballern. Okay, das Auto explodiert nicht. Jetzt. Okay. Ich weiß nicht, wie es geht, aber so geht's nicht. Ja, das war nicht so glorreich. Ich habe eigentlich gehofft, dass die Autoexplosion mehr ausrichtet, als sie es getan hat. HQ, this is Delta 2-1. We have a sniper on us. Search clearance needed. Over. Copy. Take up defensive positions. Locate the shooter. Out. Take off defense positions. Okay. Dann kommt mal her. Die vermuten es immer noch da. Wenn ich hier in der Busch stehe, bin ich unsichtbar. Das ist ziemlich gut. Nochmal einen Schluck Kaffee. Sehr gut. Soll ich jetzt runterkommen, ohne mich zu verletzen? Okay. Am Rand entlang Gletscher, hab verstanden. Achtung, Minefeld. Achso, deswegen kommen die auch nicht, gell? Ja, außer wäre ja keine Mine liege. Und schaut mal hier, der Panzer. Bietet der uns vielleicht Schutz?
Oh, jawohl. Endlich mal wieder schöner Schuss. Ah, durch den Hals. So, jetzt ist noch einer. Ah, leck, knapp. Erwischt. So, trotzdem noch Vorsicht. Bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt am Minenfeld schon komplett vorbei sind. Dum, 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 dum. Aber ich meine, wir müssten alle erwischt haben. Nein, nicht wechseln. Hey, gib unsere Waffe wieder. Ich wollte ihn plündern. Guck mal, was steht hier? Rock AS-100. Mhm. Ich kenne mich mit Waffe halt gar nicht aus. Ey, das tut mir voll leid. Barzan has been eliminated. Excellent. Target eliminated. Expo when you're ready. I've updated your map. Hier vielleicht noch ein. Wieso wird jetzt die Musik wieder so spannend? Sammelgegenstand ist hier keiner, oder? Einer fehlt uns ja noch, da die Ölpumpe Dings. Ich laufe hier lieber am Rand. Ich habe absolut keine Lust, jetzt an so einer Mine zu scheitern. Okay, ich laufe richtig knapp am Karterand. Was sind Scharfschütze? Ein Scharfschütze? Boah, der ist ja richtig gut getarnt. Wow. Yes. War das kein Rival? Normalerweise heißt es doch dann immer Rivale ausgeschaltet, oder? Okay, hier können wir wieder runter. Ja, das Minenfeld ist vorbei. Und hoch. Zap, zap. Die Markierung können wir wieder aufheben. Weg. Okay, den haben wir. Fehlt es noch der und da habe ich echt keine Ahnung mehr, wo der war. Oh, Leute. Und wieder zurück ins Glück. Gut, das war knapp. So, wo ist der Exfiltrationsdingsenspunktens? Okay, wir müssen wieder über die Brücke zurück. Und dann nach rechts. Das müssen an den zwei komische Drahtstrande da wieder vorbei.
Anderer Weg gibt's keiner hier oben drüber oder so, oder? Gerade was geballert? Nee, das sieht nicht so aus. Die Felsen sind eher nicht klettermäßig angemalt. Nee. Control. They're burning the bodies. And destroying any evidence. Get a tissue sample before it's too late. Das sind die ganzen Leute, ey. Ich mein, letztes Mal haben wir das gar nicht so arg brennen sehen, oder? Also wird mir jetzt erst richtig bewusst, wo die, wie die Leiche verbrennen. Kann aber an mir liegen. So, was sind die zwei Pfeife? Stehen da wieder. Ups. So. Dann einmal Spaß an der Seilrutsche. Yippie. Zack. So. Lack, hochlade. Hat er gerade gesagt, Kopfgeld aktiv? Hat er gesagt, Kopfgeld aktiv, oder? Lass uns mal kurz reingucken. Hat er jetzt das zweite Kopfgeldziel vielleicht markiert? Nee, das war nur... Das war nur, weil ich es jetzt hochgeladen habe. Okay, Leute. Bei der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall hier ihn noch. Mit seiner Narbe überm Auge. Das muss ja unbedingt sein. Ich schaue einfach, wo mir den freigeschaltet gehabt habe und dann holen wir uns den. Ganz klar. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.